Dieses Buch ist für Teenies und Menschen mit Traumprinzenvision geeignet, wenn sie es schaffen, sich auf ein märchenhaftes, humorvoll, genial, chaotisches Abenteuer einzulassen. Hey, ihr seid ja auch schon wieder da. Ich möchte euch heute den Roman Echte Feen und falsche Prinzen von Janet Relison vorstellen. Es wäre schön, wenn mein Leben wie ein Märchen wäre. Du weißt schon, mit einem hübschen Prinzen, der schon immer auf mich gewartet hat. Auf einem rauschenden Ball finden wir zueinander und dann leben wir glücklich. Bis an unser. Alles klar, sagte Feli. Einmal Aschenputtel bitte. Es ist schon eine ziemlich blöde Situation, wenn dich dein Freund kurz vor dem Abschlussball sitzen lässt. Aber wenn besagter Freund auch noch mit deiner Schwester zusammenkommt, dann ist das Chaos perfekt, oder? Nee, denkste. Denn es kann noch viel schlimmer kommen. Zum Beispiel, wenn dir in deiner aussichtslosen Lage eine shoppingsüchtige Fee zur Seite gestellt wird, die deine Wünsche falsch versteht. Genau das ist der 17-jährigen Savannah passiert, die prompt im Märchenland des Mittelalters landet und sich dort zurechtfinden muss. Und das nur, weil sie sich einen neuen Traumprinzen gewünscht hat. Meinen Einwand wischte Feli mit ihrer perfekt manikürten Hand beiseite. Dachtest du, dass Wünsche wie Marienkäfer sind? Klein und putzig und zahm, dass du nur ein paar Punkte zählen musst und danach ein paar Worte murmeln musst? Tadelnd schüttelte sie den Kopf. Solche Wünsche sind nutzlos. Sie verändern dein Leben überhaupt nicht. Nein, die richtigen Wünsche sind anders. Sie sind groß und mächtig wie Löwen und sie sind genauso gefährlich. Doch letztendlich zählen nur diese gefährlichen Wünsche. In welche Rollen Savannah schlüpfen muss, wie sie im Mittelalter überlebt, was es mit schwarzen bösen Rittern, feurigen Zungenküssen und Zaubertränken auf sich hat, das alles und viel mehr erfährst du, wenn du dieses spannende Buch liest. Ach ja, wenn du dich mit einer Fee einlässt, dann musst du einen Wunschvertrag unterschreiben. Aber achte dabei unbedingt auf das Kleingedruckte, sonst wirst du mit einem Fluch belegt und spuckst bei jeder Lüge Kröten aus. Nur so als kleiner Tipp. Also bis dann, tschüss.